Jedenfalls mein Controller macht keine Bemerkung, dass ich vergiftet sein könnte. Weil ich habe hier auch keine blauen Kräuter und ich finde auch keine mehr ab hier. Na, ich bin auf Vorsicht, das gefällt mir nicht. Okay, wir lassen das erstmal so. Gut, hier müssen wir nochmal ein bisschen nach Medizin und Munition suchen. Die finden wir auf jeden Fall auch. Aber ich darf da keine vergessen, das ist wichtig. Also hier in der Ecke liegt schon mal was. Das müssen wir mitnehmen. Das ist erste Hilfe-Spray. Wir packen mal alles, was wir jetzt an Kleinkram-Munition haben. Also ich sag mal, unsere Pistole und die Pistolenmunition, die schmeiße ich weg. Weil wir werden alles mit Erste-Hilfe-Sprays und eventuell hier durch Munition für unseren Granatwerfer ersetzen. Und ich sehe, dass da was liegt, Joko. Gut. Okay. Nicht überreichen. Hier ist keiner mehr zu überreichen. Wir sind die Einzigen. So. Dann haben wir schon mal ein paar Schuss mehr. Und eine Ladung mit Granaten bekommen wir noch. Und wir bekommen auch noch ein Erste-Hilfe-Spray da hinten. Das nehmen wir alles noch schön mit. Und dann geht das auch schon los. Der letzte Kampf. Auf den ich ehrlich gesagt keine Lust mehr habe, weil ich hier schon, wie gesagt, schon zweimal abgekratzt bin. Und eigentlich ziemlich knapp. Eigentlich ziemlich knapp. So. Aber ich muss sagen, ich habe mich beim ersten Kampf besser angestellt als beim zweiten. Von daher hoffe ich mal, dass es diesmal irgendwie besser gelingt als eben. Aber nicht so schnell. So. Das nehmen wir auch noch mit. Müssen wir mal gucken, wie sieht das jetzt hier aus. Da sind noch zwei Erste-Hilfe-Sprays und wir haben noch mal 4 Granaten. Okay. Versuchen wir es. Geben wir unser Bestes. Let's go. The final fight is near. Here it comes. Die Laderampe. Ab jetzt werde ich nicht mehr ganz so viel quatschen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich bin etwas nervös. Ja. Herrlicher Anblick. Gut. Bockmoss. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja, gut, jetzt kann ich mich wieder melden. Also, immer wenn ihr denkt, dass ich nicht von der Stelle gehe, wenn er springt, das ist nicht beabsichtigt. Sie lebt immer so lange nach. Und dann kann ich mich nicht bewegen. Das ist das Problem. Und es gibt auch keinen Grund, entspannt zu sein. Ihr wundert euch sicherlich, warum ich noch angespannt bin. Hier kommt auch schon so teilweise der Abspann. Aber
Das ist alles nur Tücke. Es geht gleich noch weiter. Und das finde ich das Fiese. Erstmal war ich schon entspannt, habe mich zurückgelehnt, dachte, ich habe es endlich geschafft. Ja, und dann kam der große Jammer. Jetzt kommt der Vorhof und da geht's nochmal weiter. Und wenn ich das Ganze jetzt noch einmal durchstehe, dann, ja, sollten wir es eigentlich geschafft haben. Es gibt leider keine Zeit zum Durchatmen. Das stört mich. Ich würde mich gerne nochmal ausrüsten jetzt. Du hast Mundgeruch. Okay, Leute. Wir müssen zusehen, dass wir ihn irgendwie kalt machen. Ich hoffe, ich schaff's diesmal. Drückt mir die Daumen! Ich gebe mir die beste Mühe. Okay. Hey. Alle. Ja, das läuft nicht gut, ich weiß. Ja, es ist gut. Was soll das denn? Das gibt's doch nicht. War nicht ausgerüstet. So was darf mir jetzt nicht passieren. Voilà. Ja, ich wusste, dass er es spielt. Raff dich auf. Ich habe auch nur noch einen Schuss. Komm, der muss jetzt nochmal sitzen. Das war's. Ich hab nichts mehr. Ich kann nur noch rumirren und hoffen, dass ich irgendwo einen Zug finde. Oh! Ich bin vielleicht auch noch nicht tot. Vielleicht auch doch. Ja, ich kann so schnell nicht nachladen, tut mir leid. Steh auf! Der letzte Schuss! Leute, das war der letzte Schuss! Der letzte!
der absolut letzte Schuss. Gott, bin ich froh. Ich glaub's nicht. My vision turns to red. Debris flying everywhere. Was it a premonition? The truth I tried to find is now in the smoke.